Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch einen Tag für euch und zwar den Winter-Tag. Die liebe Janine von The Empire of Books hatte mich schon vor einiger Zeit dazu getaggt, da ich aber meine Videos bis Jahresende schon 2 Wochen vorher vorgedreht hatte und alles schon vorbereitet hatte und alles schon fertig war, konnte ich den Tag in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr drehen und da dazwischen schieben. Das hätte mir sonst meine ganze Planung zerhauen. Deswegen gibt es den Winter-Tag von mir etwas verspätet, was ja jetzt auch nicht schlimm ist, bis auf diese Weihnachtsfragen, die kann ich euch jetzt halt nicht mehr beantworten. Aber dafür kann ich euch dafür was anderes zeigen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1. Welches Buch bringt dich in Winterstimmung? Also in Winterstimmung bringt mich nicht wirklich ein Buch. Ich bin ein Winterkind und ich liebe den Winter und von daher, sobald es kalt wird, bringe ich mich da alleine schon in Winterstimmung. Aber es gibt ein Buch, was mich in Weihnachtsstimmung versetzt. Und zwar ist das dieses hier, Die schönste Zeit des Jahres von Jacqueline Felgut. Ich habe dieses Buch letztes Jahr zur Weihnachtszeit gelesen. Man kann dieses Buch auch wie einen Adventskalender lesen, denn es hat 24 Kapitel, sodass man jeden Tag ein Kapitel lesen kann. Und es ist eine so, so süße Weihnachtsgeschichte, die einem auch nochmal den Geist von Weihnachten so ins Gedächtnis ruft und einem auch nochmal zeigt, was an Weihnachten eigentlich genau wichtig ist. Und ja, ich fand die Geschichte einfach wunderschön. Ich habe sie dieses Jahr nicht gelesen, einfach weil sie mir noch zu präsent war im Kopf. Und ich werde dieses Buch aber spätestens nächstes Jahr zur Weihnachtszeit nochmal lesen, denn es ist eine wunderschöne Geschichte und ich mag sie einfach sehr. Und dieses Buch bringt mich jetzt persönlich definitiv total in Weihnachtsstimmung und ja, damit natürlich auch ein bisschen mit in Winterstimmung. Und ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Es ist so, so toll, ich kann es euch nur empfehlen. Frage Nummer 2. Heiße Schokolade oder Tee? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Aber ich würde hier spontan mich für Tee entscheiden, da ich einfach im Winter viel, viel mehr Tee als heiße Schokolade trinke. Also ich trinke gerne heiße Schokolade und auch Kakao und auch heiße Milch mit Honig und sowas. Aber das sind Sachen, die ich jetzt mal trinke und jetzt nicht tagtäglich so wie Tee. Also wenn es draußen kalt ist und ich im Büro sitze oder hier auf der Couch liege, dann koche ich mir immer gerne einen Tee und ja, deswegen definitiv Tee. Frage Nummer 3. Zeig uns das schönste Wintercover aus deinem Regal. Also ich bin mein Bücherregal langgeschritten und muss feststellen, so viele Wintercover habe ich gar nicht in meinem Regal. Und ja, ich habe jetzt aber eins gefunden, was mir auch richtig gut gefällt. Und zwar Anyone Dies in Paradise von Laura Newman. Dieses Buch spielt ja auch in einer winterlichen Landschaft und ich finde das Cover richtig, richtig cool. Dieses Cover passt wunderbar zum ersten Teil, weil es quasi von der Art her das gleiche ist, halt nur mit diesem ganzen Schnee und dieser Schneelandschaft und das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde auch das Cover vom ersten Teil richtig, richtig gut und es passt so mega gut zur Geschichte und ja, ich mag es einfach sehr und deswegen habe ich mich bei drittens für das schönste Wintercover für Anyone Dies in Paradise entschieden. Und wer diese Bücher noch nicht kennt, ihr solltet sie lesen. Das ist eine so, so tolle Geschichte. Ich mag sie so sehr. Frage Nummer 4. Hast du schon mal ein Sommerbuch im Winter gelesen? Ja. Da ich persönlich meine Bücher nicht von den Jahreszeiten oder irgendwas abhängig mache, sondern so lese, wie es kommt und wie ich Bock habe auf die Bücher, habe ich natürlich auch Sommerbücher schon im Winter gelesen. Also gerade was so Liebesgeschichten betrifft, die spielen ja oftmals im Sommer. Die habe ich natürlich auch schon im Winter gelesen. Oder auch ein gutes Beispiel wäre hier, ich will jetzt endlich nächstes Jahr, jetzt gleich im Januar, Götterfunke 2 lesen. Dieses Buch will ich schon seit November lesen, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Und Götterfunke 2 beginnt auch im Sommer und deswegen, also ich mache das jetzt nicht abhängig von der Jahreszeit oder irgendwas. Ich lese die Bücher, wie ich Bock habe und wie es kommt, kommt's. Und ja, ob es jetzt zur Jahreszeit passt oder nicht, ist mir persönlich da völlig egal. Und wie gesagt, ich mache das davon nicht abhängig. Deswegen habe ich natürlich auch schon Sommerbücher im Winter gelesen. Fünftens, zeig uns deine liebste Duftkerze. Und das ist der Vorteil, dass ich dieses Video jetzt erst nach Weihnachten drehe. Denn jetzt kann ich euch die Duftkerze in groß zeigen. Denn ich habe meine allerliebste Duftkerze von meinem Schatzi zu Weihnachten in groß bekommen. Und zwar ist das von Yankee Candles Winter Glow. Ich liebe, liebe Winter Glow. Diese Kerze riecht einfach nur nach Winter, nach Schnee, nach kalt, nach... Keine Ahnung, das riecht so ein bisschen süßlich. Ich kann euch das nicht beschreiben. Ich bin nicht Paddy, die macht das super. Ich krieg das nicht hin. Und ja, ich finde, diese Kerze riecht einfach nach Winter und die hat auch nur so einen ganz leichten Geruch. Das ist nicht, dass bei manchen Duftkerzen ist das ja so, man kommt in den Raum und man rennt wie vor eine Wand, weil da dieser ganze Geruch im Raum hängt. Und bei der ist es so, die riecht nur ganz, ganz leicht und ganz, ganz minimal, aber dafür halt so richtig schön. Und ja, Winterglow ist definitiv meine liebste Duftkerze und ich freue mich so, dass ich sie jetzt im großen Glas habe.
Ich habe aber auch Winterglow von Annika noch zweimal so klein bekommen und ich habe Winterglow auch selber an die Mädels so mit verschenkt. Und ja, voll lustig. Also ja, Winterglow, ich liebe, liebe, liebe diesen Duft. Und wenn ihr ihn noch bekommt, weil das ist, glaube ich, auch wieder nur so eine Winter Edition von Yankee Candle, die gibt es nicht immer, dann solltet ihr euch Winterglow auf jeden Fall noch holen und mal dran Probe riechen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich liebe, liebe, liebe den Geruch. Ja, es riecht einfach nach Winter, süßlich, Schnee, frischer Wäsche. Kann ich das nicht beschreiben. Es riecht nach allem, was ich toll finde. Deswegen, ich liebe diese Duftkerze. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Frage Nummer 6. Welches Buch wünschst du dir zu Weihnachten? Und ich habe mir zwei Bücher zu Weihnachten gewünscht von meinem Schatzi. Und ich habe auch beide Bücher bekommen zu Weihnachten. Und ich kann sie euch ja jetzt zeigen, weil Weihnachten ist ja schon vorbei. Und ich habe diese beiden Bücher schon gelesen, deswegen bin ich froh, dass ich sie jetzt habe. Aber sie sind natürlich nicht auf meinem Sub, weil ich sie ja schon gelesen habe. Aber ich weiß, dass ich sie definitiv nochmal lesen werde. Und zwar habe ich mir einmal gewünscht, Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Und den zweiten Teil, Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis. Ich hatte mir diese beiden Bücher ja von Sina ausgeborgt und gelesen. Und der zweite Teil hat mich so umgehauen. Und das war so ein tolles Buch, dass ich gesagt habe, ich muss diese Bücher haben. Und ja, Schatzi hat sie mir zu Weihnachten geschenkt. Und ja, jetzt habe ich sie auch im Regal und freue mich. Und ich habe von Annika so ganz, ganz süße Lesezeichen bekommen. Seht ihr die da oben mit so Cupcakes? Die habe ich jetzt einfach mal so an die Bücher geklipst, weil ich die so süß finde. Und ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Auf jeden Fall habe ich mir die beiden Bücher gewünscht und bekommen und bin sehr happy damit. Und ja, freue mich jetzt auch schon auf den dritten Teil von dieser Reihe. Und I love it, I love it, I love it, I love it. Und danke an meinen Schatz auch nochmal an dieser Stelle, dass ich diese beiden Bücher bekommen habe. Hihihi. Frage Nummer 7. Magst du Schnee oder hast du ihn? Diese Frage ist bei mir eigentlich überflüssig. Ich bin ein Winterkind. Ich liebe, liebe, liebe Schnee. Am allerliebsten habe ich den richtig tollen Pulverschnee, den man auch super zum Schneemann bauen nehmen kann oder für Schneebälle. Was ich nicht leiden kann, ist Matschwetter. Also gerade diese Zeit, wenn der Schnee dann so wegtaut und alles so Matschipampe ist, man den Dreck nur durch die Gegend zerrt und man fühlt sich dann, also ich fühle mich dann immer irgendwie bäh zu dieser Zeit und ich bin auch froh, wenn ich dann immer nicht raus muss, was ja aufgrund des Hundes nicht so einfach ist, weil ich ja da mindestens 4-mal am Tag raus muss. Aber um zurückzukommen zum wichtigen Punkt, Schnee liebe ich, Matsch hasse ich, aber ja, ich liebe, liebe, liebe Schnee und ich bin sehr, sehr traurig gewesen, dass wir keine weiße Weihnachten hatten. Das hätte ich mir echt gewünscht, das wünsche ich mir jedes Jahr, aber es klappt nicht wirklich die letzten Jahre. Aber vielleicht irgendwann mal wieder. Schauen wir mal. Aber ich mag Schnee, ich freue mich auf Schnee und ja, bin happy, wenn ich mal Schlitten fahren kann oder so. Und ja, ich mag das sehr. Achtens, welcher Film darf zu Weihnachten nicht fehlen? Es gibt ja einige Filme, die zur Weihnachtszeit auch immer wieder gespielt werden. Und ich glaube, die Apokalypse ist gekommen, wenn RTL 2 nicht mehr das letzte Einhorn an Heiligabend bringt. Ich glaube, dann ist es soweit, dann versumpft die Gesellschaft. Seitdem ich klein bin, bringt RTL 2, also seitdem ich klein bin und es gibt RTL 2, bringt RTL 2 jedes Jahr an Heiligabend das letzte Einhorn. Das ist so ein Film, den gucke ich mir auch immer wieder mal an. Den kann ich mir jetzt nicht jedes Jahr geben, aber es ist so ein Film, den ich immer mal wieder gucke. Welcher Film aber definitiv bei mir an Weihnachten persönlich nicht fehlen kann, ist mein absoluter, allerliebster Lieblingsweihnachtsfilm. Und ja, wo habe ich ihn denn jetzt hingelegt? Ach, hier. Und zwar ist das Eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Das ist der beste Weihnachtsfilm von allen und ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Ich kann den mitsprechen. Ich finde jede einzelne Stelle in diesem Film so lustig und so gut gemacht und ich meine, ich finde die Familie Griswold im Allgemeinen, auch die anderen Filme, die es mit denen gibt, richtig, richtig gut. Und ja, das ist definitiv der Weihnachtsfilm, den ich jedes Jahr gucke an Heiligabend mit meinem Schatz zusammen und ich gucke ihn auch danach meistens nochmal. Ich habe ihn auch schon im Sommer geguckt, einfach weil ich Bock auf den Film hatte. Also ja, aber an Heiligabend kommt bei uns definitiv immer Eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Und ich kann euch diesen Film wirklich nur empfehlen. Und falls ihr ihn noch nie gesehen habt, dann müsst ihr das ganz, 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 ganz schnell nachholen. Denn der Film ist richtig, richtig toll und ich liebe ihn. Er ist schon aus den 80er Jahren, aber er ist trotzdem richtig gut und ein Klassiker für mich in der Hinsicht. Und ich kann ihn da euch wirklich nur empfehlen und euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch diesen Film an. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Frage Nummer 9. Winter ist Märchenzeit. Verrate uns dein liebstes Märchen. Ja, mein liebstes Märchen. Ich bin jetzt nicht so der Märchenfritze, aber ich weiß, dass ich als Kind sehr, sehr gerne Hänsel und Gretel mochte. Ich mochte Frau Holle total gerne. Ich mochte auch das singende, klingende Bäumchen richtig gern als Märchen. Ich finde das auch heute noch schön. Also ich muss sagen, dass ich diese alten Defa-Märchen sowieso immer richtig cool finde.
ich weiß nicht, die sind einfach, die sind zwar alt und die sind auch, wie gesagt, von den Kostümen her nicht das Beste und... Aber die sind einfach schön gemacht. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich mag diese alten Märchen. Ich kann mir auch jedes Jahr das Aschenbrödel immer wieder angucken. Also irgendwas haben diese alten Märchen so an sich, dass ich sie richtig gerne gucke. Aber wie gesagt, so Hänsel und Gretel, das singende, klingende Bäumchen, Frau Holle mag ich auf jeden Fall total gern. Zehntens, hast du einen Thriller im Regal stehen, der um die Weihnachtszeit spielt? Also ihr wisst, ich habe ein paar Thriller hier zu Hause. Aber ich habe keinen Thriller, der so richtig um die Weihnachtszeit spielt. Ich habe jetzt ein Buch rausgesucht mit so ein bisschen Thriller-Elementen. So ganz klein, ein ganz minimal. Und zwar, jetzt lacht mich nicht aus, ne? Und zwar Fridged von Jennifer Armentrout. In dem Buch geht es ja um eine Liebesgeschichte. Aber es geht auch darum, dass jemand die Protagonistin umbringen möchte. Und dann auch auf sie schießt und sie töten will. Und ja, deswegen finde ich, dieses Buch hat so ganz kleine Mini-Thriller-Elemente und es spielt definitiv zu Weihnachten, denn die beiden sind dann auch in dieser Skihütte, wo sie Weihnachten mit ihrer Familie und Freunden feiern wollen, sind sie dann auch eingeschlossen und ja, also das ist so das einzige Buch, was so um die Weihnachtszeit spielt, was so ein ganz kleines bisschen Mini-Thriller-Elemente so ganz klein hat. Also ich würde dieses Buch im Leben nicht als Thriller bezeichnen, aber so ganz kleine Mini-Elemente sind da doch irgendwie mit drin. Ja, deswegen würde ich hier an dieser Stelle jetzt einfach mal Fridged in die Kamera halten, weil ich nichts anderes sonst habe. Und als letztes Frage Nummer 11, wen taggst du? Und ich vermute, jeder hat diesen Tag inzwischen gemacht. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle niemand bestimmt mehr taggen. Ich wüsste nicht, wer diesen Tag noch nicht gemacht hat oder wer noch nicht getaggt worden ist. Deswegen an alle, die Bock haben, den Tag jetzt auch nach Weihnachten noch zu machen. Ihr seid hier mit herzlichst getaggt und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei Janine auf jeden Fall fürs Taggen. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Tag zu drehen. Und ja, schaut auf jeden Fall bei ihr mal vorbei. Ich verlinke euch ihren Kanal, The Empire of Books, mal unten in der Infobox, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Aber ich glaube, die meisten von euch dürften ihn kennen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.